Herzlich willkommen im X-Lab. Heute mal wieder ein kurzes und prägnantes Thema. Es geht um analoge Fotografie. Und zwar habe ich mir heute im Bahnhof Friedrichstraße diese Zeitschrift hier gekauft. Fotoklassik, ich kannte sie bisher noch nicht. Ich schreibe Werbung drunter, weil ich habe mir die zwar selber gekauft, kannte sie auch nicht, aber ist natürlich Werbung. Für Bahnhof Friedrichstraße ist Werbung und für die Zeitschrift ist es auch Werbung. Also Abmahnanwälte, ich schreibe Werbung drunter. Also, schöne Zeitschrift. Ich habe einen Artikel, und auf den beziehe ich mich heute, gelesen. Und zwar, wo geht die Reise hin? Dieser Artikel ist von Bellamy Hunt. Kannte ich bisher auch nicht. Aber da geht es um das Thema, ja, eben, wo geht die Reise hin? Und ich habe mir halt heute mal zur Aufgabe gemacht, 5 Gründe zusammenzutragen, warum es bald wieder eine analoge Kamera zu kaufen gibt, eine neue. Klar, es gibt inzwischen schon ganz viele analoge Kameras zu kaufen. Der Markt der Großbild, also der Fachkameras, ist ja schon da und der wächst auch. Es gibt ganz viele Hersteller, die sehr schöne, von preisgünstig bis teuer, Fachkameras, 4, 5 Inch, 8x10 Inch herstellen. Die kann man kaufen von chinesischen Herstellern. Es gibt eine englische Start-up-Geschichte, ein Crowdfunding-Projekt. Also ich rede jetzt nicht über die Großbildkameras. Da wächst der Markt übrigens auch im Moment. Das ist also ganz schön und sehr, sehr, sehr bemerkenswert, muss man sagen. Ich rede jetzt auch nicht von diesen Sachen hier, das sind Mittelformatkameras, sondern ich rede von, ja, der Fraktion Nikon, Canon, Olympus und so weiter, also Kleinbild-Analogkameras. Warum braucht man da neue? In dem Artikel geht der Verfasser auch darauf ein, und das fand ich eben so interessant. Er hat sich über Jahre, ich glaube seit 2011, beruflich damit beschäftigt, für Fotografen und Sammler gut erhaltene Kleinbildkameras zu besorgen. Also er hat praktisch im Netz gesucht, wo kriegt man Hochwert. Es geht nur um hochwertige Kameras, nicht um Billigkram. Und er hat gesagt, dieser Markt hat sich fast erledigt, weil es gibt kaum noch bezahlbare, hochwertige Kleinbild-Analogkameras auf dem Markt. Und die, die man jetzt noch kriegt in guter Qualität, die sind so teuer wie neue. Das heißt, würde sich ja lohnen, für einen Hersteller wieder neue Analogkameras herzustellen. Klar, jetzt könnte man sagen, der Markt ist viel zu klein. Aber ich habe jetzt mal fünf Gründe zusammengestellt. Fangen wir mal bei Punkt 1 an. Punkt 1 ist das, was ich gerade gesagt habe. Der Markt an analogen Kameras wird immer enger. Ich habe das selber gemerkt mit meiner Mamiya. Noch vor 3-4 Jahren hätte ich wesentlich günstiger und mehr gute Teile bekommen können. Ich habe lange suchen müssen, um mir die 4 Objektive, 2 Magazine zusammenzusuchen, die qualitativ gut waren. Und wenn Sie eine Nikon wollen mit guten Linsen, dann wird es auch entweder eng oder teuer. Also dieser Markt, hochwertige Kleinbildkameras, der versiegt fast, es sei denn, man will viel Geld hinlegen. Da ist also gebraucht gar nicht mehr so viel zu holen. Das wäre also ein Grund, wo vielleicht ein Hersteller sagen könnte, naja, warum nicht mal eine Retro-Nikon-Analog oder Canon- oder Olympus-Analog bauen? Klar, hängt natürlich auch von der Stückzahl ab, aber solche Entwicklungen gab es ja schon. Das heißt, die Pläne müssten ja in der Kiste liegen, schon in der Schublade liegen. Man müsste die etwas updaten. Und solche Analogkameras haben ja nicht solche Innovationszyklen wie digitale. Man müsste jetzt nicht einmal im Jahr ein neues Modell rausbringen. Das ist ja der Vorteil von Analogkameras. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich denke, dass sich der ein oder andere Hersteller vielleicht schon am Überlegen ist. Aber es gibt noch mehr Gründe. Der zweite Grund, meiner Meinung nach, ist die Uniformität der modernen Kameras. Wenn Sie jetzt mal nur die Vollformat, den Begriff Vollformat will ich so gut es geht nicht mehr verwenden. Und zwar liegt das ganz einfach daran, dass der Begriff Vollformat ja überhaupt nichts aussagt. Das muss heißen Kleinbild-Vollformat, weil es gibt auch eine Mittelformat-Vollformat-Kamera. Das bedeutet, Vollformat bedeutet immer, entspricht dem original-analogen Filmformat. Also Kleinbild-Vollformat bedeutet volles 24x36, Mittelformat-Vollformat bedeutet 4,5x6. Ganz einfach. Kleinbild-Digitalkameras spiegellos sind heute meiner Meinung nach alle fast gleich. Ja, kann man die Sony nehmen,
die Nikon, die Canon, die Panasonic. Da, ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber also für jemanden, der ein bisschen was Besonderes möchte, ist es schon irgendwie, finde ich, ist praktisch, ist gut, kann man machen, alles perfekt. Aber es gibt auch immer einen Markt, ein bisschen was Individuelles, was Besonderes zu haben. Und auch da kann man sich viel einfallen lassen. Aber ich denke, da tun sich die Hersteller gut, mal wieder so eine richtig nette, ruhig auch nicht billige, schöne Kleinbild-Analogkamera auf den Markt zu bringen. Also diese Uniformität durchbrechen. Go Retro, kann man sagen. Ja, das ist dann eben auch der, da sind wir dann gleich auch in dem Punkt 3, dass auch in der Art und Weise, wie man fotografiert, eigentlich immer mehr Leute auch in analog gehen. Das heißt ja nicht, dass sie nur noch analog fotografieren. Aber ich kenne inzwischen sehr viele Fotografen, die sehr gerne auch zwischendurch mal analog machen. Und für diesen Wunsch vieler Fotografen, ja, es wird sogar auf Hochzeiten gewünscht. Es gibt ein amerikanisches Pärchen, Fotografenpärchen, die fotografieren ausschließlich analog Hochzeiten und sind damit sehr erfolgreich. Und oft ist ja so, was in Amerika sich mal so durchsetzt, das schwappt auch irgendwann zu uns. Also seien Sie darauf gewappnet. Da kann einiges auf uns zukommen. Es wird auf jeden Fall spannend. Das wäre der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist der, dass wir in der digitalen Fotografie nicht zwangsläufig, aber durch die tägliche Arbeit automatisch sehr von Apps und Abo-Lösungen abhängig sind. Ja, also wir nutzen Apps für Übertragung von Daten, für das Aufbereiten von Daten, für die Nutzung von Handys. Wir zahlen an Adobe Abo-Gelder und das alles nur, um unsere digitalen Kameras intelligent und nutzbringend anzuwenden. Und für mich ist es inzwischen so ein Wust an Programmen. Ich kenne natürlich auch viele Programme und RAW-Converter. Aber manchmal tut es auch wirklich gut zu sagen, ich mache jetzt einen Schwarz-Weiß-Film oder ich bringe den ins Labor, ich muss ihn ja nicht mal selber entwickeln und ich mache es mal wieder so richtig basic, ohne Abo zu bezahlen. Ja, das wäre der vierte Punkt und kommen wir zum fünften Punkt und das ist meiner Meinung nach, das hängt natürlich alles zusammen, das ist der Punkt Premium-Segment. Wenn man sich inzwischen als Promi oder als Influencer, wie man das auch immer nennen will, als hip zeigen möchte, dann hat man eine Analog- oder eine Polaroid-Kamera dabei. Ja, das ist viel, viel hipper als irgendeine digitale Schuhschachtel. Also hip sein und Premium sein wird bald wieder auch analog sein. Und das ist eben etwas, das man nicht falsch verstehen darf. Das heißt ja nicht, dass analog das Digitale ersetzen wird. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber wir wollen immer mehr uns absetzen von anderen. Wir wollen spezielle Angebote machen an die Kunden, dass der Kunde ein Erlebnis hat. Fotografie bedeutet ja auch, dass der Kunde ein Erlebnis hat. Und das gilt nicht nur im Privatbereich. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich in eine Firma gehe und porträtiere die Belegschaft und den Chef, dann wollen die sich gut fühlen. Die wollen fühlen, da ist jemand, der weiß, wie es geht und der macht uns, präsentiert uns für unsere Webauftritte als Foto. Der macht uns also schick, auf ganz einfach gesagt. Also auch da ist Fotografie ein Erlebnis. Und ich denke, vor allen Dingen im Porträtbereich ist es durchaus Zukunft, wieder auf Film zu setzen. Ich muss übrigens auch dazu sagen, wir sehen ja gerade diesen Durchschritt der Talsohle. Die analoge Fotografie hat sehr viel verloren, eben dass es keine Kameras mehr gab. Dann wurden sehr viele Filme von Kodak, von Fuji eingestellt. Und auf der anderen Seite kamen wieder junge Unternehmen, die Filme produziert haben. Das Gleiche ist ja auch mit Polaroid passiert. Polaroid war weg und dann gab es wieder Fuji, die das Sofortbild aufgebaut haben. Dann Impossible Project und so weiter. Und inzwischen haben wir so eine Talsohle erreicht, wo wieder mehr Filme neu dazukommen. Kodak hat ja auch wieder den hochempfindlichen Schwarz-Weiß-Film auf den Markt gebracht und ich glaube auch Ektachrom wieder neu. Also es ist wieder ein Aufwind. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es nicht mit Sicherheit, aber höchstwahrscheinlich passieren wird, dass bald wieder ein größerer Hersteller oder ein sehr potentes neues Unternehmen eine ernstzunehmende analoge Kleinbild im Premium-Segment rausbringen wird. Ja, das war das Wort zum Montag. Ich bedanke mich dafür und diesen Donnerstag haben wir ein ganz spannendes Thema im Podcast. Bleiben Sie da auf jeden Fall gespannt und schalten Sie den Podcast wieder ein. Ich bin gerade mega am Rödeln und am Arbeiten
Auch in der Fotoschule passiert sehr viel Neues und sehr viel Spannendes. Bis dann, Rüdiger Schestag.